Dann machen wir jetzt das hier alles einfach mal weg. So, das Chat ist verdeckt. Das ist super, alles ist super. So, wir sind beim letzten Mal in Kidania ja stehen geblieben. Und wir haben jetzt wunderbare, tolle Reittiere. Wovon ich mir natürlich mein eines Reittier hier einmal reinsetzen werde. Und Arme. Da haben Sie einen Moment, warte. So. Ich will einmal Layout. Ja, nein, aha. Standard. Ja, nein. Ich weiß nicht, wo ich damit hin soll, aber okay. So. Nein, will ich nicht. Ja. Bin mir noch nicht sicher, was man hier wirklich tun kann und was nicht. Eigentlich würde ich das hier gerne einmal speichern. Weißt du nicht, ob ich jetzt wirklich das dritte hier habe und ob ich das nicht habe? War das nicht Spiel des Lebens? Ja, stimmt. Ich meine, das war Spiel des Lebens. Hast du vollkommen recht? Jedes Mal, wenn der andere Mitspieler an der Reihe war. So, ich weiß leider nicht, warum mir das andere nicht angezeigt wird. Egal, wir packen den Schokomoppel da erstmal rein. So, und nun. Wo müssen wir überall hin? Was müssen wir machen? Da haben wir die schöne Wohnquest. Wir müssen auf jeden Fall einmal in den Nordwald. Das war Nordwald. Okay, das war Nordwald. Dann benutzen wir einmal den Schokomoppel. Ich finde den immer noch so geil. Ja. Das bin ja Ekel. Ja. Finde es aber sehr. So. Hier müsste eigentlich alles gut sein. So, dann. Okay, schnell ist er nicht. Aber es ist dennoch lustig. Der Schokomoppel. Diese Beinchen, ey. Das grenzt doch schon an Tierquälerei. Überfütterung. Das ist Überfütterung. Diese Beinchen. Das sind so kleine Stubbeldinger. Der kommt da noch nicht mehr hoch. Eieieiei. Aber die Musik ist geil. Liebe dieses Stummelbeinchen. So, Bestiarium hatten wir ja auch noch irgendwas hier. Ist aber alles ostweit, ne? Ja. Nordwald ist hier nichts. Doch da. Also ich weiß nicht, ob die anderen Reittiere schneller sind. Da ist was, was ich brauche. Wobei ich auch noch ein Reittier habe, was wir dann öfters noch benutzen werden. Das wird das hier sein. Das hier dann auch noch. Aber als erstes dich hier. Dich brauchen wir fürs Bestiarium. So.
So, hier ist es aber komischerweise schon wieder zu laut. Ich finde es schade, dass man die Kampfmusik und die normale Hintergrundmusik nicht getrennt voneinander nachsteuern kann. Aber keine Angst, ich mache gleich leiser. Ich möchte nur die Krötenstudie einmal. Soundeffekte, wie gesagt, können leiser. Das hier auch einmal. So. Oh, ich habe nur Angst, wobei die Blitzfunken sollten uns ja eigentlich nicht angreifen. Oh. So. Da ist noch was. Ich finde es nur witzig, wie so ein Mann dem hier den Namen Krötenstuhl gegeben hat. Der sieht wieder aus wie eine Kröte, doch wie ein Stuhl. Halt eher so Funkus-mäßig. Pilz-mäßig. Strähne plus 2. So haben wir. Hier haben wir auf jeden Fall was. Ulmenbogen. Mich wundert es, dass wir nichts zu essen haben. So minimal. Oh, was ich aber dann noch machen möchte, ist mal gucken, ob wir noch neue Ausrüstung haben. Wir sollten auch bald mal was verkaufen. Nee, das sind alles keine neuen Gegenstände. Nee. Okay. Dann haben wir schon die Ausrüstung, die ich haben wollte. Wie viel brauchen wir denn von den komischen Dingern? Krötenstuhl. 5. Ja, das würde ja kein Problem sein, schätze ich. Ich wüsste echt nur gerne, wie ich diese zweite Leiste hinkriege. Mal bitte. Okay. So, und jetzt brauchen wir noch einen Krötenstuhl. Da. Dann haben wir den auch fertig. Weil wir wollten uns ja dieses Mal sowieso ein bisschen mehr ums Bestiarium kümmern, den wir beim letzten Mal die Hauptquest gemacht haben. Deswegen wird es jetzt so langsam Zeit, die anderen Sachen mal zu machen. Weil die hart sind, die Gegner. So. Und wir haben das erste Bestiarium-Tier für die Stufe. Und... Nee, okay, für Nordwald sind wir hier noch nicht. Dann müssen wir nach hier hinten. Nein, dann nehmen wir einmal eines unserer Reittiere. Ich habe das Gefühl, der läuft schneller. Das kann allerdings auch nur Einbildung sein. Kann es sein, dass jedes Reittier eine andere Musik hat? Ja, nee, lasst mich in Ruhe. Von euch will ich noch nichts. Aua. Lasst mich in den Nordwald. Aus.
da sind Viecherchen. Boah, die sind so ekelhaft. Die sehen echt so ein bisschen aus wie Spinnen, habe ich immer so das Gefühl. Kleine Dingerchen hier. Ich finde es aber auch immer interessant, dass sie sich, also Square Enix, sich neue Monsternamen einfallen lässt. Und was denen auch immer noch so einfällt. Die Namen hier sind mal aus keinem FF, denke ich mal. Ach du Scheiße. Oh, die greifen dem großen Truppe an, das ist Kacke. Warte mal. Also ich wollte ungern jetzt direkt schon sterben. Okay. Jetzt ist er unverwundbar, weil... Hä? Warum kommst du jetzt wieder zurück? Hast du nichts getan? Oh, ich guck gerade, wo wir hin müssen. Also wir müssten auf jeden Fall nach Alt-Gridania wieder zurück. Ich glaube, Kunst der Überlistung war das, wo wir hin wollten und hin mussten. Hier gibt es dann überall nur so kleine Mini-Quests noch. Das sind jetzt eigentlich keine, die ich jetzt unbedingt machen wollen würde. Lehmgolem. Okay, Lehmgolems gibt es aber überall. Herbstkürbissee. Mhm. Gut, hier war ich noch gar nicht. Dann harmonisieren wir das hier einmal. Mit Post haben wir keine. Ich wüsste ja gern, wie man an andere, also an, ja doch, an neuere Tiere rankommt. Und man kann sich ja auch welche freispielen. Das wüsste ich gerne. Oh, das war gerade blöd. Da oben ist noch ein Monster, was ich brauche. Und zwar die Terrormilbe. Boah, ist sie riesig. Riesig und eklig. So, wie viel... Huch, wie viel brauchen wir denn davon? Diarium. Auch 5. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da brauchen wir weniger von. Aber alles klar. Ist doch kein Problem für uns. Wir werden uns auch demnächst mal andere Klassen angucken. Wobei jetzt natürlich noch nicht. Ich setze mal so auf... 50 vielleicht, wenn das Sinn ergibt. Also ich will da eigentlich jetzt nicht zu weit rein. Aber ich hätte gern auch meine Schattenmilben.
Da sind die Ixal. Wobei mir auffällt, dass wir bis auf in der Story noch nicht einmal gegen die Ixal großartig gekämpft haben. Aber ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall noch in den Genuss kommen, gegen die anderen Prima hier zu kämpfen. Ich habe ein bisschen bei mir vorhabe. War das ein Spinneneinbau? War schwer. Meinst du die Terrormilben? Nee, das sollen so ein ganz normale. Ja, Milben sein. Und Skorpion auch noch. Na, vom Skorpion haben sie echt so ein bisschen was. Aber eigentlich soll das eine Milbe darstellen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Milben wirklich so aussehen, aber ja. In dieser Welt sind es Milben. Und das Maul sieht so ein bisschen aus wie von so einer fleischfressenden Pflanze. So. Die Milben haben wir jetzt, ja. Gut. Ich hoffe, jetzt kann ich mein Reittier hier benutzen und ordentlich dahin reiten, wo ich hin will. Kann ich da durch ohne... Ja. Wenn mich das Spiel natürlich lässt. Mückenschwärm. Ups. Nee, Obo. Wo müssen wir lang? Hier lang, oder? Da lang. Ich bin einmal komplett falsch. Ein fatales Ereignis. Okay, hier ist jetzt. Huch, hier ist jetzt Jod. Vor allem, ich habe immer so die Neigung, dass ich speichern will. Ich kann aber in einem Online-Game nicht speichern. Kunst der Überlistung. Besiege Nesul. Bin mir nicht genau sicher, was ich jetzt hier tun soll, außer jemanden besiegen. Ich hoffe einfach, wir machen das hier richtig. Gut, das Ganze hier ist ein paar Level unter uns, aber ich möchte es halt trotzdem erledigt haben. Wir haben die... Ich glaube, das ist eine der Waldläufer-Quests. Ja. Haben wir zumindest etwas sehr lange schleifen lassen. Deswegen würde ich sie doch gerne abschließen. Wir haben 30 Minuten dafür Zeit. Das muss eine relativ lange Aufgabe sein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Doch, sind wir. Da ist er. Aber warum hat man da 30 Minuten für Zeit? Ihr nervt mich hier so ein bisschen. Ihr kleinen Ixal. Ey, unglaublich. Weißt du, grätschen die einfach mal so dazwischen. Kann man nicht bei der Rose ihre Anführer besiegen. War so klar, dass nur neue dazu kommen. Komm, wir haben ihn gleich. Sehr gut.
Kannst du das jetzt? Ernsthaft? Okay. Sehr schön. Ja gut, das sind alles kleine Quests. Die brauchen wir nicht. Gibt es hier noch irgendein Monsterviech im Nordwald? Hellenbrunnen? Ja, da müsst ihr aber da wieder komplett nach hinten rennen. Da renne ich jetzt natürlich nicht nochmal wieder hin, aber wir können nach Grida ja zurück. Das machen wir jetzt ausnahmsweise auch mal mit dem Reittier. Wir müssen jetzt ja mal nutzen, jetzt nachdem wir es endlich können. Gott, ihr glaubt euch gar nicht, wie sehr ich mich im letzten Stream gefreut habe, ne? Wobei ich es ohne Hilfe ja nicht geschafft hätte. Also zumindest nicht so schnell. Er hat ja beim letzten Mal ein kleines Taxi. Ich hoffe, dass wir richtig reiten. Ich glaube, hier links. Oh, hier waren die Milben noch niedlich. Das waren noch niedliche Milben. Ja, wir sind richtig. Also das Spiel haben sie schon echt schön gemacht. Also kann ich nicht anders sagen. Das ist schon echt toll. Nur schade, dass man in der Stadt nicht reiten kann. Warte mal, was haben wir hier? Okay, hier haben wir noch Gilde der Druiden, Öl für das Orakel. Die Gilde der Gärtner. Gilde der Gerber, das ist alles nicht, was ich suche. Da geht die Hauptquest weiter. Ja, machen wir auch. In den Osten. Ja gut, wir müssen sowieso in Ostwald. Dann kann ich ja auch Richtung Ostwald gehen. Ist doch gar kein Problem. Pikiniergilde. Ja. Ah, da. Also, ja, gut. Was war nur das? Teilchen. Zur Jagdhütte der Hotthorns. Ja, da, hier bist du richtig. Die Fähre, die am Fuße des Hügels andockt, bringt dich über den See in den Ostwald. Wenn du dort an Land gehst, brich dir in den Osten auf und du solltest die Hütte problemlos finden. Jetzt weiß ich wenigstens auch, wofür diese Fähren sind. Warte mal, wohin sollten wir? Dahin. Was? Okay, dann dahin. Ja, ich wusste jetzt nicht, welches davon. Ah, und dann nach 9 Efeu-Ranken wieder. Okay. Alles klärchen. Das kriegen wir doch hin. Wenn wir zwischendurch ein paar Gegner finden, die wir gebrauchen können, wäre es noch besser. Aber ich glaube, hier hinten eher weniger. Die Erstviecher, die wir schon hatten. Bedrossene Imker. Baumschrate. Ich will auch mal wieder so einen Händler finden. Weil ich, also man kann ja diese Nahrungsmittel herstellen.
Würde ich gerne einmal machen. Also, ne? Nahrungsmittel kaufen. Gibt es hier ein Viech? Oswald Brombeerlichtung. Brombeerlichtung wäre hier hinten. Das ist Südwald Brombeerlichtung. Okay, Brombeerlichtung auf jeden Fall. Will ich da, glaube ich, als erstes hingehen? Hier ist noch ein Freibrief. Auch Stufe 15 nur. Aber okay, machen wir. Okay, hier könnte ich die Aufgabe abgeben. Möchte ich nur erstmal noch nicht. Aus Gründen. Weil ich erstmal mit euch zur Brombeerlichtung möchte. Dämonenschnake. Oh, da ist genau so ein scheiß Dämonenschnake. Nur ein Wunder, dass sie mich gerade nicht angegriffen hat. Kleine Dämonenschnake. Jungs ist. Ich glaube, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt reiten darf. Das ist jetzt hier die Brombeerlichtung. Okay. Du bist der Richtige. Ich war mir gerade so minimal unsicher, ob das jetzt der richtige Baum ist. Aber wir sollten ja hier eigentlich zwei Mobs haben, die wir erledigen können. Aber naja, gut. Wenn es jetzt erstmal nur einer ist, passt ja auch. Fünf. Und eine hopsende Haarmücke. Was für ein Name? Hopsende Haarmücke. Ich weiß auch nicht, wo die sein soll. Ents. Ja, das sind die Kinder der Ents, sagen wir es mal so. Oder gruselige Ents. Also die Ents in Herr der Ringe gefielen mir besser. Wann ist Endling? Morgen in einer Woche. Morgen in einer Woche halten wir den Endling ab. Dann trinken wir das Wasser, was uns größer macht. Und vielleicht treffen wir noch Mary und Pippin. Werden die Fichten kommen. Ah, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Zumindest haben sie bisher noch nicht zugesagt. Aber die Birken kommen. Die Birken. Und die Tannen. Und die Kiefern haben auch schon zugesagt. Die freuen sich. Unkrautbirken sind widerlich. Ey. Mobbe die armen Birken nicht, ja? Die Birken können nichts dafür. Sie haben sich ihre Existenz nicht ausgesucht.
Das sollen also hopfende Haarmücken sein. Ah ja. Und ich bin Gandalf der Graue. Ah, okay, die haben wir jetzt. Das brauchen wir hier nichts gut. Dann also weiter den Baumschrat kloppen. Hallo Baumschrat. Du kommst mal wie gerufen. So, die habe ich also auch schon fertig. Warte, in welche Richtung muss ich jetzt? Nein, die kannst du wirklich nicht fortschicken. An die. Das heißt, wir haben unsere Viecher hier für den Wald fertig. Müssen wir nur noch in andere Regionen. Der Wald ist aber groß, der Ostwald. Silfenlager. Ich befürchte ja, dass wir für die Hauptquest wirklich zum Silfenlager müssen. Ich habe da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. So. Und wo war das Ganze hier? Hier drin, ne? Da hin. Huch. Dann will ich mal unscheif zu Sachen kommen. Diese Silfen wirken zwar launisch, sind auch äußerst umsichtig. Besonders seit sie sich die Galea im Finsterwald herumtreiben. Wenn du jedoch erst einmal ihr Vertrauen erlangt hast, sind sie genauso freundlich wie andere Völker. Sie haben zwar ihre Eigenarten, aber die haben wir schließlich alle, nicht wahr? Wenn du noch mehr über die Silfen erfahren möchtest, solltest du Rosas Ehemann Rolf fragen. Er ist ein netter Kerl und seine Expertise bezüglich der kleinen Wesen kann niemand ins Wasser reichen. Niemand das Wasser reichen. So. Was für ein Name, Rolf? Tachchen Rolf. Du bist hier, um ein paar Dinge über die Silfen zu lernen? Eins kann ich dir sagen. Sie sind ein eigentümliches Volk. Wie eigentümlich, fragst du? Nun, lass es mich so sagen. Es tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Ich bin zu sehr mit Bienen und der Imkerei beschäftigt. Allerdings habe ich meine Geschichte oft und gerne mit meinen Nachbarn geteilt. Vielleicht können sie sich ja besser daran erinnern. Du bist mir keine Hilfe. Weißt du das? Gut. Tachchen. Die Silfen? Unverbesserliche Schwindler und Unruhestifter sind sie. Malen sie Moorburg-Gesichter auf unsere Masken und dann führen sie unsere jungen Wachen in die Irre, sodass sie in eine tiefe Schlucht stürzen. Stellt man sie zur Rede, lachen sie einfach nur. Wolfe behauptet, sie hegten keine bösen Absichten. Aber ich finde solche Streiche überhaupt nicht witzig. Oh, wie man es nimmt. Und wen es trifft. Denk nicht, du könntest sie sehr zutraulich machen, indem du ihnen Süßigkeiten gibst oder so. Sie sollen sich angeblich nur von Sonnenlicht ernähren, habe ich gehört. Ist das so? So, wo ist der letzte? Lass mich raten, da drin. Okay. Gut. Ja, genau da hinten. Isabel. Die Silfen? Ja, mein Vater hat mir häufig Geschichten von ihnen erzählt. Es hat mich stets fasziniert, wie unterschiedlich ihre Vorstellung von Etikette gegenüber unserer ist. Du solltest sie auf keinen Fall unterschätzen, nur weil sie für uns wie Kinder aussehen. Sonst könnte es ein böses Erwachen für dich geben. Oh Gott. Hm. Aber natürlich, diese Geschichten haben mir mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Sieh dir das mal an. Ein bezaubernder kleiner Tanz, meinst du nicht? Eine Silfe hat ihn mir vor langer Zeit beigebracht. Mir erzählt, er sei eine
altehrwürdige Begrüßungsform bei ihnen. Du solltest ihn besser einstudieren. Vielleicht hilft er dir ja dabei, dich mit den Silfen gutzustellen. Und wie merke ich mir den jetzt? Okay. Ah, eine Sache solltest du doch wissen. Die Silfen mögen es gar nicht, wenn man mit leeren Händen bei ihm auftaucht. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, solltest du etwas mitbringen. Am besten eine... Verflixt, was war es noch gleich? Rosa und ich haben doch erst vor kurzem darüber gesprochen. Ich bitte um Verzeihung, meine Liebe. Sprich mit Rosa in der Imkerei. Ihr Gedächtnis ist mit Sicherheit zuverlässiger als meins. Da würde ich mich jetzt nicht so drauf verlassen, aber okay. Und wo ist die gute Rosa? Hier drin nicht. Oh, draußen. Oh, da ganz hinten. Weil man noch sonst nichts zu tun hat. Hey. Reittier. Scheiße, jetzt sind wir wieder im Fade-Bereich. Lass mich bloß in Ruhe. Rosa? Rosa? Ah, da! Gefunden! Ein Gastgeschenk für die Silfen. Ich würde dir einen Krug meines Honigs überlassen, aber ich fürchte, damit wirst du nicht viel erreichen, meine Liebe. Nein, ihr Geschmackssinn verlangt nach etwas anderem. Kennst du dich mit Milchwurzeln aus? Das sind die Wurzeln der Oschus. Grässliche Pflanzenmonster, die eine milchige Flüssigkeit beim Kauen von sich geben. Diese Flüssigkeit hat halluzinogene Nebenwirkungen, die die Silfen offensichtlich zu schätzen wissen. Ich habe schon lange keinen Oschus mehr gesehen. Mehr in der Gegend in die Imkerei gesehen. Mir ist neulich ein eigenartiges Grasbüschel untergekommen. Wenn du das ein wenig beleben könntest, zum Beispiel mit flüssigem Dünger, lebst du womöglich eine interessante Überraschung. Ach, Leute. Und man wird einfach nur so von A nach B nach C geschickt gerade. Gebt mir doch einfach die Items. Ich hab doch... okay. Töten wir halt eine hilflose, arme Kopfschnecke.